auf meinem Kanal StreamPunk und auch willkommen zu einer neuen Ausgabe auf meinem Kanal. Ja, es ist sich um Rainer Füllmich eine Art Eilmeldung heute, deswegen will ich auch gleich zur Sache kommen. Ähm, der, Prozess, ähm, der Prozess um Dr. Rainer Füllmich beginnt morgen um 9.15 Uhr. Am Landgericht in Göttingen habe ich gerade erfahren, auf BittelTV TV gesehen äh, im Livestream. Bittel.tv äh, einmal merken, diese Seite solltet ihr besuchen. Warum sage ich euch am Ende noch einmal, wie gesagt, zeigen kann ich es hier nicht, weil YouTube gar nicht mag, dass man Inhalte von anderen zeigt, auch mit Genehmigung. Die machen sich hier richtig nass, aber ähm, egal, das können wir auch alles selber, das brauchen wir nicht. Wie gesagt, Bittel.tv kann man sich merken, ihr kennt wahrscheinlich auch den guten Roger schon. Und zwar wollen wir mal eben ganz kurz, will ich einmal ganz kurz vorlesen, welche Infos ich notiert habe. Auch darf ich leider keine Ausschnitte aus seinem Livestream zeigen. Also die Befangenheitsanträge der, des Verteidigersteams. Ähm, Befangenheitsanträge an die Richter sozusagen, wurden abgelehnt. Da gab es wohl mehrere. Dann gab es, wenn ich das akustisch richtig verstanden habe, hat die äh, Anwältin von Rainer Füllmich erwähnt, dass es eine Gefangenenbeschwerde gab. Zwar ne, von Füllmich eine Gefangenenbeschwerde und die wurde abgelegt, anstatt sie an das Gericht weiterzureichen. Auch hier ein schwerer Fehler und das ist auch das, was die, das Verteidigerteam bis jetzt sagt. Rechtsfehler, bis es nicht mehr geht. Das ist interessant und wie gesagt, hier werden auch wohl Termine nicht verschoben, das wird alles abgelehnt. Im Moment hat man ein bisschen das Gefühl, weiß nicht so richtig, ob, ob das jetzt, ob das so ein Exempel statuiert werden soll oder ob die tatsächlich morgen kommen und sagen, Jesus Christus, hier sind so viele Fehler, das muss ein Zivilgericht übernehmen. Das kann alles sein, dass er morgen freikommt, das wissen wir alles nicht, aber ähm, ja. Also so viele Fehler ähm, und wie gesagt, also es wird auch wirklich beobachtet. Es sind zehn verschiedene Presseteams da, Kamerateams, äh, genug Leute, die das in die Öffentlichkeit tragen. Und wir beobachten das natürlich auch. Und der, der in der Nähe ist in Göttingen äh, und da die Zeit hat und das möchte, der möge bitte hinfahren, auch wenn ihr nicht reingeht oder kommt. Eine Stunde eher soll man da sein, weil irgendwie Sicherheitsüberwachung an der Tür, die wurden verdoppelt, so ein Quatsch, ne? Alle. Also, es ist unfassbar, was die sich hier erlauben. Äh, wir gucken mal, wie das ausgeht. Ich werde morgen Abend auf alle Fälle auch die neuesten Neuigkeiten dann noch nochmal berichten. Ähm, genau, was hier auch noch erwähnt wurde, dass es eben keinen internationalen Haftbefehl gab, sondern ausschließlich einen europäischen und einen deutschen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also, ihn da ins Konsulat zu locken und dann äh, zu verhaften, ist auch so eine Sache. Und Dagmar Schön, die ältere Dame, die ältere Rechtsanwältin, die wir am Anfang, ganz am Anfang bei, bei Roger Bittel einmal gesehen haben, die gehört jetzt nicht mehr zum verteidiger Dann hat Roger noch vorgelesen aus, äh, von einer Seite, die heißt Laufpass. Äh, hier gibt es einen Artikel, der äh, heißt die Vorverurteilung des Dr. Rainer Füllmichs. Also, laufpass.com. Wir gehen jetzt hier nicht rein, weil ich also schon genug Artikel und gerade dieses Thema, was da im Vordergrund äh, lief, was da vorher lief und was zwischendurch lief, und äh, das haben wir selber ja auch schon in vielen Videos behandelt, könnt ihr selbst euch mal durchlesen. Laufpass, dann will ich euch einmal noch mal ganz kurz zeigen. Ähm, hier wird gesagt, das Landgericht Göttingen, da gibt es eben Parkmöglichkeiten im Parkhaus Carré, Reitstallstraße 2 oder im Parkhaus äh, am Bahnhof in der Bahnhofstraße 1. Das ist das Gebäude von oben, das zeige ich euch auch jetzt auch noch eben einmal. Das hier in der Mitte ist das Landgericht Göttingen. Gesagt wird, diesen Zugang hier benutzen von der Godehardtstraße, wenn ich das richtig gelesen habe, oder Marschmühlenweg. das ist dann diese Seite hier. Das habe ich neulich in dem anderen Video oder gestern auch schon gezeigt. Das ist interessant, hier ist der Bahnhof. Wer also mit der Bahn kurz anreisen will, ja? Und zur Orientierung hier gegenüber gibt es ein Parkhaus, so wie das hier aussieht. Ist das ein Parkhaus? Ist eine Firma oder keine Ahnung. Also so ein Gebäude sieht aus wie ein Parkhaus. Sind auch eine Menge Parkplätze und dahinter, genau dahinter in der Luftlinie liegt dann das Landgericht, wo das karree jetzt ist, kann ich tatsächlich nicht sagen. Hier, hier gibt es ein Hotel. Hier gibt es ein Parkhaus. Das kann man hier erkennen. Das hier ist ein Parkhaus. Mit Außenparkplätzen. Ja, wunderbar. Und auch hier davor gibt es einen Parkplatz. Wer das äh, unbedingt äh, machen muss. Genau. Und ja, das war es eigentlich auch jetzt schon von meiner Seite. Morgen früh 9.15 Uhr geht es los. Ähm jetzt gibt es auf der Seite, die ich vorhin genannt hatte, von dem guten Roger, noch einen Aufruf für jeden, der etwas gespendet hat. Ähm für jeden der etwas an den ausschuss seinerzeit gespendet hat wer jetzt reiner für helfen möchte mit informationen der kann auf der seite von roger äh, dort findet er ein formular wo er eintragen kann was er gespendet hat an wen das gehen sollte ob das einen besonderen zweck haben sollte die felder die dort zu finden sind sind alle vorgegeben ihr könnt dort also ganz einfach mit ein paar klicks euch einmal durchnavigieren und äh, ich denke, das geht dann eben an das Verteidigerteam, dass sie damit arbeiten können. Ne? Wahrscheinlich genau das gleiche wie damals bei Michael Ballweg, dass man belegt, äh, das war nicht besonderen Personen oder womöglich tatsächlich, äh, tatsächlich für Rainer für mich gedacht. Das kann natürlich äh, ne, theoretisch auch ein Grund gewesen sein. Gut, das war jetzt erstmal äh, in, zu später Stunde jetzt meine Info, weil es eben morgen früh schon ist. Äh, ja äh, das war's von mir ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit danke für euren ganzen support abonniert meinen kanal damit ihr in zukunft nichts wichtiges mehr verpasst denn was die zukunft bringen wird das weiß keiner so genau eins weiß ich allerdings sicher wir wir sehen uns auf diesem kanal auf alle fälle wieder